Jungs, was ist euer Body Count? I don't know, 15 bis 20, irgendwo so in der Richtung. Also ich finde immer, die Männer, die mehr Sex hatten, die sind besser im Bett. Sie ist eine 10 von 10, aber hatte Sex im TV. Ja, man, no, ey, findest du nicht, Frauenstimmen klingen besser als Männerstimmen? Es ist doch eigentlich. Ja, 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 kommt drauf an, was für. Ja, ja. Kommt drauf, ja. Kommt drauf an, ob sie bei der SDS waren oder nicht. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddatet. Wir haben eine sehr spannende Kandidatin heute am Start. Und auch hinterm Vorhang stehen 6 bezaubernde Boys. Mal gucken, ob wir heute ein Perfect Match finden. Und jetzt stelle ich euch erstmal die Kandidatin vor. Wer ist denn heute unsere Kandidatin? Ich bin die Jill, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Essen. Aber das ist nicht alles. Sie hat bei DSDS teilgenommen und mit Dieter Bohlen Social Media Beef gestartet. Wie viel Scheiße kann man sich eigentlich aus der Nase rausziehen, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen? Ja. Jill kennt man aber ursprünglich aus dem Trash-TV, denn sie hat schon bei mehreren Formaten ihr Perfect Match gesucht. Und gesucht. Und weiter gesucht. Und immer noch gesucht. Oh. Das ist echt anstrengend mit dich. Naja, wir wollen es ihr heute nicht anstrengend machen und deshalb darf sie innerhalb von 20 Minuten 5 Jungs rausschmeißen und einen behalten. Auf geht's! Hallöchen! Hallo! Hi, na, alles gut? Ja. Freut mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, ich freue mich auf die Männer. Bist du aktuell Single? Ich bin Single, ja. Du bist ich bin Single? Single? Hand drauf? Hand drauf. Okay, sehr wichtig. Nicht, dass hier irgendwie irgendwelche Gerüchte entstehen. Heißt, wir können den perfekten Mann bei dir für dich finden. Was ist gerade bei dir los? Gerade ist voll viel los. Erzähl mal ein bisschen. Gerade ist richtig viel los. Also ich habe mich getrennt und das wird, also es ist eskaliert. Ne? Also jede Zeitung hat davon berichtet und so, weil das halt so eine echt extrem narzisstische, toxische Beziehung war. Also es war schon heftig. Und dann habe ich halt auf dem Festival mit einem DJ gechillt, dann haben das Leute gefilmt, so. Gechillt oder so? Ne, wirklich so okay, wir haben es auch geküsst. Aber ja, okay. Ja gut, chillen und küssen so. Aber da lief jetzt nicht mehr. Aber das war ja auch nach der Beziehung so, aber das war ein Riesenthema. Okay, weil aber auch Leute gesagt haben, dass es während der Beziehung war, deshalb war das nicht. Nee, während der Beziehung war das nicht. Mhm. Aber Leute haben das behauptet, soweit ja, ich weiß, ne? Ja, Leute haben das, das behauptet. Das war ja der Struggle. Genau, aber okay. Also mein Ex-Freund ist einfach ein bisschen hier durchgedreht, deswegen ich bin froh, dass ich den los bin. Ich habe auch dein Statement gesehen, was du nach, keine Ahnung wie lange, wieder gelöscht hast, nach ja, 10 Minuten weil oder ich, so. Weil ich mir so dachte, nee, auf diesem Niveau musst du dich nicht herablassen. Das war aber ein hartes Statement. Ja, aber das war schon... Ja. Ich sag halt euch, auch. Leute, ja. Da also, wurden Sachen gedroppt. Ich habe nicht ohne Grund Schluss gemacht, sag ich jetzt mal. Der wurde. Der war. Also auch in der Öffentlichkeit, das hat Medina mitbekommen, das haben ganz viele mitbekommen. Und deswegen war das auch echt notwendig, dass ich mich getrennt habe. Runde 1. Du darfst dir die Schuhe einmal anschauen. Okay, Enttäuschung. Enttäuschung? Was hast du erwartet? Hast du Hallo, Doc Martens erwartet? Also mindestens ein paar Docs hätte ich erwartet. Ich finde bei Doc Martens, also bei Frauen ist was anderes. Ich finde, fast jede Frau hat gefühlt ein paar zu Hause. Bei Männern ist das immer direkt, das macht dich dann aus. Genau. Ich mag das halt, wenn so ein Mann so einen eigenen Style hat, nicht so Mainstream ist. Und hier sind halt viele Air Force. Hier sind schon mal 2 Air Force. Vorne sind Jordans. Jordans mag ich halt auch gar nicht. Nummer also, 2. Die, aber die weißen Air Force finde ich gut, weil ich finde immer, also das ist meine Meinung, Docs, Vans und Converse dürfen dreckig sein, aber Air Force müssen immer weiß sein. Sehr wichtig, dass ihr eure Schuhe geputzt habt, Jungs. Nummer 3 sind auch Jordans? Nummer 3, was sind das für Schuhe? Die sind Travis Scott Black Phantom. Krass, habe ich noch nie gesehen. Ich kenne mich gar nicht damit aus. Krass, aber wenn das Travis Scott Schuhe sind, dann... Ja. Haben ihren Preis auf diese teuren. Lebst bestimmt noch bei Mama, ne? Dann hast du schon lange dafür gespart. Na, lebe ich tatsächlich nicht. Okay. Nummer 6, was sind das für Schuhe? Patrick Ewing, 33. Okay. Keine Ahnung, was es ist, aber... Ach, ich dachte, jetzt kennst du wenigstens ein bisschen aus. Nein, gar kein Plan, was es ist, gar kein Plan. Aber gut, heißt Schuhe überzeugen dich gar nicht, dann müssen wir auf ein paar Fragen reingehen, ne? Auf jeden Fall. Also, erste Frage, Jungs. Gehören für dich, also gehört für euch Sex und Liebe zusammen? Oder könnt ihr das trennen? Nummer 1. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Aber ich finde auf jeden Fall, Sex mit Liebe ist besser als Sex ohne Liebe. Das stimmt natürlich auch so. Das ist auf jeden Fall. Ist gemütlicher, sagen wir mal so. Also sag mal so, ich finde natürlich so Sex geil. Aber ja, ohne Liebe geht's auch. Ja, also könnt ihr das gut trennen. Ja, ja. Nummer 3? Ja, also kommt drauf an, was für eine Situation. Aber allgemein finde ich Sex mit Liebe zusammen auf jeden Fall viel angenehmer als Sex ohne Liebe. Ich könnte mal aufhören, alle gleich zu antworten. Das macht sie echt nicht einfach. Direkt sauer werden, ne? Also Sex und Liebe gehört auf jeden Fall zusammen, aber Sex ohne Liebe geht auch. Ja. Ja, also Sex mit Liebe gehört sich auf jeden Fall zusammen, aber
Es gibt auch Sex halt ohne Liebe, ne? Die Antwort, ja, gut. Okay, okay. Nummer 6. Okay, Sex mit Liebe ist auf jeden Fall was Besonderes. Es gehört zusammen. Es ist leidenschaftlicher. Besser auf jeden Fall. Und es kommt rüber, richtig gut rüber an. Okay. Ja, gut. Wir hatten also, das war ab Kandidat Nummer 2 wurden alle genau. Aussagen kopiert gefühlt. Was wolltest du, hast du einen Hintergedanken mit der Frage gehabt? Was ist denn deine Aussage? Ja, ich hatte das auch eigentlich ähnlich beantwortet. Ich hatte gesagt, dass, ich zum Beispiel Sex gut trennen kann, aber mit Liebe ist natürlich noch mal was viel Intensiveres. Ne? Wie lange ging deine längste Freundschaft bloß? Es gab 2 Monate. Ja, dann kannst du es ja eben nicht trennen. Oder hat er sich verliebt? Ja, keiner hat sich verliebt. Ach so, okay, war einfach dann wieder. Okay, gut. Der Sex war gut, so deswegen ging das. Nee, weil Freundschaft plus geht ja meistens dann vorbei, wenn sich einer so mäßig zu viel empfindet. So auf den, deshalb habe ich die Frage gestellt. Oder einer ist dann irgendwann vergeben und die Wege trennen sich deswegen. Boah, das ist krass. Neben Freundschaft plus noch jemanden kennenlernen. Ja, gut. Ja, komm, scheiß drauf. Lassen wir mal so stehen. Aber die Antworten haben uns leider nicht viel gebracht. Nee, tatsächlich nicht. Und die Schuhe bringen uns auch nicht viel. Die Schuhe bringen uns auch nicht viel. Bedeutet. Wollen wir noch eine Frage? Was ist, sollen wir eine Trash-TV-Frage stellen? Mal gucken, wie die Jungs bei Trash-TV, okay, ob die da sind. Kandidat Nummer 1. Fühlst du Trash-TV? Würdest du bei Trash-TV mitmachen? Es kommt drauf an. Also, ich würde mitmachen, aber ich will da irgendwie nicht peinlich dastehen. Deswegen wäre ich eher so. Aber weißt du, wie viel Spaß das eigentlich? Kann ich zu viel verraten? Nein, du kannst ruhig sagen. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das macht sehr viel Spaß so. Kannst du dir vorstellen? Das ist echt anstrengend mit dich. Eigentlich. Und eigentlich ist es ja so, also du lebst ja für dich. Es kann ja eigentlich egal sein, was andere von dir denken, oder? Ja, das stimmt. Aber ich würde zum Beispiel eher dann lieber bei Too Hot to Handle, aber aus der amerikanischen Version. Ach so, das ist ja nicht so peinlich. Ich finde, die gehen dann noch krasser. Ja, da geht es ja viel mehr ab. Ja, das macht ja auch mehr Spaß. Hier in Deutschland wird immer alles direkt cringe dargestellt. Ja, aber das heißt, du auf den gesehen bist du ein Draufgänger. Ja. Mit Herz. Okay, Too Hot to Handle muss man Draufgänger sein. So. Ja. Okay, Kandidat Nummer 2. Ich würde direkt mitmachen, mit Herz. Also direkt. Echt? Ja, natürlich. Okay, Nummer 3. Naja, und ich wäre auf jeden Fall safe am Start. Wurde doch einmal angefragt, aber da hatte ich leider terminlich keine Zeit. Okay. Leider. Für welche Show wurdest du angefragt? Love Island heißt das so? Ja. Heißt das so? Love cool. Island? Ja. Das ist mit einer der langweiligsten Shows aktuell, finde ich. Ja, neben den anderen Shows, die sind schon, also... Da passiert am wenigsten. Ja, genau. Yeah, ich finde die Netflix-Serien auf jeden Fall, die Trash-TV-Serien von Netflix sind auf jeden Fall sehr stark. Okay. Kandidat Nummer 4? Ich sag dir ehrlich, Trash-TV, ich fühle es sehr. Also es gibt eigentlich, ich gucke nur Trash-TV und Self, ich glaube, ich würde auch mitmachen. Aber es ist nochmal so ein anderes Ding, mitmachen und... das fühlen und gucken, aber ich glaube doch, safe. Ich muss alles im Leben mitnehmen. Ja, das, genau das halt. Safe, genau das. Du bist richtig so auf Dings, ne? Alles, jetzt, let's go. Ja. Nummer 5? Ja, ich will auf jeden Fall mitmachen. Okay, Nummer 6? Ich bin total offen dafür. Also ich finde auf jeden Fall, das ist so eine Sache, die man sollte einfach ausprobieren. Ne? Vor allem, wenn du im Kunstbereich bist. Ich finde das total geil. Im Kunstbereich? Ja. Das heißt, hast du Reichweite für deine Kunst oder worauf willst du jetzt hinaus? Nicht nur das, also kann man das quasi das so sehen, aber tatsächlich finde ich so, das bringt einige Sachen raus von dir. Yeah. Ah, okay. Ja. Okay. Also ich fand, alle haben ja ähnlich geantwortet, außer die Eins, ne? Die Eins war das, die nicht so begeistert war, ne? Die so ein bisschen damit struggelt, was andere vielleicht denken könnten, weil das ja so peinlich ist, aber auch Too Hot to Handle wird ja, das wird ja klar gehen. Das hat sich ein bisschen widersprochen. Deswegen, also da war ich jetzt nicht so begeistert von der Eins. Bei der Eins? War das so das, was dir ins Auge gestochen ist? Genau, also ich bin halt so ein Mensch, mich juckt das halt überhaupt nicht, was andere von mir denken. Mhm. So, und wenn ich da mit ein paar Typen rummachen würde oder so, wenn mir das gefallen würde, okay. Was andere zu sagen, interessiert mich, aber ihm ist das wahrscheinlich wichtig. Deswegen würde ich da schon mal sagen, das passt nicht so ganz. Hm. Ja, dann. Willst du dich Nummer 1 direkt rauswählen? Die geht raus, auf jeden Fall. Bist du sicher? Ja. Ganz sicher? Ganz sicher. Okay. Nummer 1. Kannst du einmal zu uns nach vorne kommen? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Da ist er. Hi. Hi. Was geht? Hi. Das war ein überraschtes Hi, ne? Was geht, Hi, Seth? Grüß dich. Wie geht's, wie steht's? Ja, alles super. Ein bisschen aufgeregt, aber ja. Ja? Gehört dazu, ne? Ja. Sind sehr viele Lichter hier. Auf jeden Fall. Und sehr hübsche Damen, ne? Auf jeden Fall. Bewerte sie mal vom Äußerlichen. Du kannst sehr ehrlich sein, Bruder. Kannst auch sagen, ist gar nicht mein Fall. Komplett mein Fall, bin ich ehrlich. Ja? Ja, safe. Komplett? Ja, safe. Aber du kannst auch nicht in die Augen gucken gerade. Du bist die ganze Zeit so, ne? Ich finde das sei echt gut. Also hättest du diese Aussage nicht getroffen? Also du hast die Aussage gar nicht verstanden. Ja, du hast dich ein bisschen widersprochen. Immer so ein bisschen komisch dargestellt alles. Deswegen. Ach so, ja. Aber in Amerika oder in der UK würde ich direkt mitmachen. Auf jeden Fall. Schade. Dann sehen wir dich ja vielleicht da.
Runde 2. Wir sind in Runde 2. Du darfst dich einmal umdrehen. Wir sehen jetzt die kompletten Fits. Also, ja. Naja, nicht die kompletten, aber man sieht schon so, wo sich was dabei gedacht wurde und wo nicht. Auch alles sehr ähnlich, finde ich. So. Du bist ein bisschen enttäuscht. Ne? Ach Mann. Ach Mann. Ja, liebe Freunde, warum hat keiner von euch einen Rock angezogen oder irgendwas Special, Doc Martens und so? Ja, ich wollte eigentlich mit Kilt kommen, aber... Mit was? Welche. Mit Kilt, weißt du, dieser Rock, Schatten. Ja, das wäre auch cool. Das wäre cool gewesen. Das wäre krass gewesen. Ja, also eigentlich ganz lässig so der Style, sportlich. Keiner hat Tattoos so auf den Händen, wie ich sehe. Zeig mal eure Hände, Jungs. Nein, Mann. Aber die Eins hatte krasse Tattoos, sag ich jetzt schon. Ja. Ja, sie ist auch ein bisschen traurig. Sie guckt ein bisschen mit einem weinenden Auge hinterher. Ich hau mal einfach eine ganz random Frage raus. Ich bin mal gespannt, wie ihr darauf antwortet. Jungs, was ist euer Bodycount? Kandidat Nummer 6. Bodycount. Also 5. Wer so lange braucht? 5? Warum hast du so lange überlegt? Also offiziell, also ich hätte jetzt nicht so viele Beziehungen gehabt. Aha. So, ja, ist eine Sache. Okay, Nummer 5? 7. Nummer 4? Boah, ehrlich, diese Bodycount-Sache, ne? Keine Ahnung. Also so viel, dass du nicht mehr zählen kannst? Nein, das nicht, aber ich zähle nicht mit, weil mich interessiert es nicht, mit wie vielen Leuten der andere irgendwie Sex hat oder so. Und deswegen, aber wenn, grob geschätzt, 12 ungefähr. Nummer 3? Ja, I don't know, 15 bis 20, irgendwo so in der Richtung. Okay, Nummer 2? Also bei mir sind es so 2, 3. Ja, krass. Also echt nicht viele, ne? Bei keinem so. Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine Frage ist, die dich gar nicht so juckt, oder? Nee, das würde mich nicht jucken. Also ich finde immer, die Männer, die mehr Sex hatten, die sind besser im Bett. Deswegen, also. So nämlich. Ja, Jungs, ihr könnt jetzt noch mal berichtigen. Also was würdet ihr machen, wenn ihr einen Tag lang eine Frau wärt? Also ich sag mal so, wenn ich einen Tag eine Frau wäre, ich würde, boah, OnlyFans direkt. Und sonst verurteilt ihr das immer, ne? Ja. Ja, und ich glaube, ich würde jeden Jungen anmachen. Warum? Was ist der Hintergrund dabei? Ja, Bro, ich weiß nicht, das ist doch geil oder nicht. Aber, aber die Jungs, ne, die mögen das ja eher, wenn man sich rar macht, ne? Du musst halt andersrum denken. Ja, aber so, wenn ein Mädchen einfach mal so ranmacht, weißt du, ist auch was Besonderes, weißt du? Ja, aber willst du für die Jungs besonders sein, wenn du einen Tag eine Frau bist? Ja, normal. Okay. Nummer 3. Ich bin ehrlich, ich habe oft darüber nachgedacht. Ich würde einfach sofort masturbieren. Weil Frauen einfach einen viel besseren Orgasmus haben als Männer. Okay. Also ich würde es ehrlich einmal ausprobieren, um zu wissen, wie das ist, als Frau zu kommen. Das wäre eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Okay, aber sonst gar nichts. Sonst, damn, was habe ich große Pläne als Frau? Du kannst als Mann genau das machen, was du als Frau auch machen kannst. Das stimmt. Okay, Nummer 4. Boah, ich würde auch, aber ich würde richtig Sex haben wollen, glaube ich. Weil ich wissen will, mich interessiert, wie sich das bei der Frau anfühlt. So. Ja. Und von wem würdest du Spaß? Nummer 5? Von dir. Nummer 5? Werde ich auch wahrscheinlich Sex also haben, keine Ahnung. Okay. Masturbieren vielleicht, weiß nicht. Okay, Nummer 6? Also ich glaube, ich werde eher spielerisch unterwegs. So mal gucken, wie alles läuft, wie was geht. Mal ausprobieren, hier, da, dies, das. Mal gucken, was geht, wenn man eine Frau ist. Ich sage euch ehrlich, mich hat gewundert, dass keiner gesagt hat, so mäßig in den Club gehen und gucken, wie viel ich schaffe, mir Drinks ausgeben zu lassen. Sowas, oder so. Ne? Irgendwie so. Sachen, diese Vorteile, die man als Frau hat, man kann in einen Club ohne zu zahlen, voll, wenn man sich richtig anstellt. Kann ich mich noch ergänzen? Kannst du als Mann machen? Ja. Ne? Ja, ergänz dich zwei. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, wie sich Tage anfühlen. Dass Mädchen immer so übertreiben oder nicht. Oder einfach übertreiben. Man weiß doch gar nicht, weißt du? So. Ich sag dir, das ist hella bad, Digga. Am Ende ist die tun nur so, weißt du? Warte! In den Kommentaren gerade. Ausrasten. Ja, okay, nice. Wie fandest du die Antworten? Ich würde sagen... Ja, auch wieder sehr ähnlich. Ne? Der erste hat gesagt, OnlyFans, das fand ich eigentlich ganz gut, weil die meisten Männer denken sich das wahrscheinlich so insgeheim. So, ja, OnlyFans, vielleicht das Geld und so, aber trotzdem verurteilen die das meistens so. Wäre auch nicht zu mich so, aber ja, okay. Sonst sehr ähnlich, ne? Welche, also sag mal, welche du auf jeden Fall weiterlässt. Das mit dem OnlyFans war nicht gut. Also Nummer 2, schrei einmal Juhu, Digga, du bist weiter. Jawohl, Junge. Dann, was haben die anderen nochmal gesagt? Nummer 3 ist direkt. Alle haben, also masturbieren, ne? Ja, aber auch alle wollten masturbieren halt. Ja. Ja, das ist jetzt halt so. Dann geh nach dem Outfit. Kannst auch gerne, wenn du willst, direkt jemanden rausschmeißen. Ja? Ja. Okay. Die 3 finde ich eigentlich ganz cool, weil da so ein bisschen rosa mit drin ist, ein bisschen Farbe. Ganz rechts finde ich auch ganz fresh. Die Kombination. Aber da fand ich die Antworten nicht so gut. Und den mit dem weißen Air Force möchte ich auch ungern rausschmeißen. Deswegen die 6 würde ich rausschmeißen, ja. Nummer 6, kannst du einmal zu uns nach vorne kommen, bitte?
Was geht ab? Boah, Brille abgesetzt. Wofür die Brille jetzt? Was geht? Easy. Hi, Cedric. Hi. Hi, Jill. TK, freut mich. Freut mich. Was geht, wie geht's? Das ist ein nicer Fit, Bruder. Ja, sieht Dankeschön. Cool aus. Dankeschön. Hast du gut kombiniert. Hier kommt auch noch ein bisschen grün nach vorne. Ja, nicht schlecht. Stark, dein Mikro ist abgefallen. Wie geht's, wie steht's? Ach, mir geht's gut. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. So, ja. Das ist mein erstes Mal hier. Und eine wunderschöne Dame hier. Danke. So. Runde 3. Wir haben ein bisschen ein Problem. Leider. Gerade links, mir hat gerade Regisseur gesagt, wir müssen noch jemanden rauswerfen. Okay, jetzt noch. Okay. Ja, aber okay. Ich würde noch mal eine Frage dazwischen stellen, damit du die noch ein bisschen besser kennenlernst. Irgendwas, wo du sagst, dadurch... Was mir wichtig ist. Ja, ja. Also Musik ist mir sehr, sehr wichtig. Also dein Musikgeschmack, also ich glaube, es sind echt nicht, also vom Outfit her, dass ihr meine Musik hört. Aber was hört Bin ihr denn gespannt. So? Sag deine noch nicht, sag's erst okay, am Ende. Okay, was hört ihr so für eine Musikrichtung? BTS. BTS. Ja. K-Pop. K-Pop, ja. Okay. Okay. Nummer 4. Ich habe so zwei komplett verschiedene Richtungen. Deutschrap und Elektro. Okay. Okay, Nummer 3. Ja, bei mir ist unterschiedlich viel American Hip-Hop so. Aber ich mag es auch gerne, Musik von Frauen zu hören. Ich finde, die Stimme klingt angenehmer als Männerstimmen. Deswegen so SZA und Ray und so ist auch schon sehr stark. Okay, Nummer 2. Also ich höre gerne Französisch und Holländisch. Stark. Ich bin voll bei der 2. Also ich persönlich. Was ist dein Musikgeschmack? Also ich liebe Rock, höre ich sehr gerne. Und Techno. Sonst, ich glaube Nummer 3 hat Hip-Hop gesagt. Nee, Französisch und nee. Na, Hip-Hop war schon richtig, ja. Er hat Hip-Hop gesagt und Mädelsstimmen. Warum auch immer er das so betont Mädelsstimmen, hat. Mädelsstimmen, ja. Ey, findest du nicht, Frauenstimmen klingen besser als Männerstimmen? Es ist doch eigentlich... Ja, kommt drauf an, was für... Ja. Kommt drauf, ja. Kommt drauf an, ob sie bei der SDS waren oder nicht. Was hat Nummer 5 nochmal gesagt? Du hast gar nicht. Achso, DSDS? Oha, was? Deswegen kannst du nicht gerne Frauen stimmen. Ja. Nummer 5, was hast du gesagt? K-Pop. K-Pop. Okay, das ist gar nicht meins. Also, das höre ich gar nicht gerne. K-Pop ist krass. Tatsächlich, ich glaube, ich habe noch nie aktiv K-Pop gehört. Sing mal bitte einen Song oder einen. Kenne ich gerade nicht. Wie das funktioniert? Das ist halt so koreanisch und so, weißt du. Ja, mach mal so mäßig. Kenn ich nicht. Ungefähr, wie das geht. Weiß nicht. Du weißt nicht, wie das geht, aber hörst die Musik. Nummer 5, mit K-Pop kann ich gar nichts anfangen. Also dich würde ich dann wahrscheinlich rauswählen, ja. Dann Nummer 5, komm gerne einmal zu uns. Jo. Was geht ab? Ah. Bruder, wie kannst du deine Songs nicht singen? Keine Ahnung. Das ist die Kandidatin Jill. Freut mich. Wie tanzen die denn so auf K-Pop? Boah, die tanzen geisteskrank, ja? Die machen richtig so. Ja. Und so. Runde 4. So, du darfst dich einmal umdrehen. Jetzt sehen wir die kompletten Fits. So einen Pulli hatte ich auch mal mit 14, 15. Habe ich aber Max gefühlt, den habe ich damals sehr gerockt. Ja, hattest du damals Style, jetzt nicht mehr, oder was? Stark, okay. Jungs, fühlt ihr euch wohl? Ja, sehr so. Okay, nicht mehr lange, weil jetzt kommen die Fragen, die ein bisschen saftiger werden. Was weiß ich, Fragen? Gespannt. Ja, die Jill will jetzt kaputt machen. Mhm. Achso, also warte, sag erstmal was zu den Outfits. Sorry. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Outfits finde ich echt cool. Mhm. In der Mitte sehr hip-hop-lastig, so sehr chillt. Links so ein bisschen schicker auch, so irgendwie so Schoolboy-Look so ein bisschen. Rechts finde ich sehr cool, auch die Ketten. Ich finde die Ketten echt nice. Ich glaube, da ist auch ein paar kleine Tattoos, ne? Ja. Was steht da? Hier steht Trust. Und auf anderer Seite Issues. Aber mein Glas. Ja, ein paar Tattoos haben wir. Ah, okay. Mein Glas. Ah, krass. Hast du auch Tattoos, Bruder? Nein, leider nicht. Okay. Bevor wir in die harten Fragen gehen, einmal kurz, wie heißt ihr und wo kommt ihr her? Also ich bin Zero. Ich komme aus Frankfurt. Meine Eltern sind Kurden. Und ja, das war's dann auch. Okay, Nummer 3. Ja, ich bin Lamar, ich komme aus Hamburg. Meine Eltern kommen aus, also meine Mom aus der DDR und mein Dad aus den USA. Geil. Cool. Nummer 4, Alman, komm Alman, ein Alman. Ich bin René, komme aus Paderborn, also Nähe von Paderborn. Ich bin deutsch. Und richtig, ich bin Alman. Ja, da ist er. Nein, ich musste einmal fragen, weil man direkt gesehen hat an der Art und Weise, wie ihr sprecht. Mhm. Man hat direkt gemerkt, geil. Bei Dings Nummer 3 habe ich sogar auf Ami getippt. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, aber hat auch keiner nachgefragt. Also, wie sieht ein perfektes Vorspiel für euch aus? Jetzt, Jungs, wow, in die Details gehen. Überlegen. Jetzt in die Details Hallo, gehen. Hallo, Vorspiel auspacken. Ist wichtig, ne? Deswegen haut raus. Nummer 4. Boah, ein perfektes Vorspiel. Also, es darf auf jeden Fall erstmal nicht zu lang sein, nicht zu kurz. Sag mal Minutenanzahl. Ready, roundabout. Keine Ahnung, so dass.
dass der Vibe dann da ist, weißt du? Mhm. Ist ja unterschiedlich. Manchmal geht's ja, ist der Vibe ja schneller da, manchmal langsamer, aber Vorspiel auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber auch sehr unterschiedlich, finde ich. Also das Vorspiel sollte immer so ein bisschen variieren. Und wie sieht dein perfektes Vorspiel aus? Ja, was willst du jetzt hören von mir? Ja, wie es aussieht? Ja, erst man macht langsam erstmal so ein bisschen rum. So ein auf Romantik, weißt du? Und dann geht man irgendwann ein bisschen mehr ran und ja, so. Gibt man einen Klaps auf den Popo. Das ist voll kompliziert, das Vorspiel zu erklären. Okay, mal gucken, ob Nummer 3 das besser macht. Also wie fängt es an? Eigentlich küsst man sich meistens ja im Vorhinein. Und ich finde, so ein Vorspiel sollte schon ein bisschen, also dieses Feuer, was danach kommt, schon so ein bisschen anteasern. Also auf jeden Fall ein bisschen Petting, Heavy Petting. Und dann Safe Mouth Game, also jeder gibt ein bisschen Head. Und dann, ja man, wird man auf jeden Fall dann irgendwann dazu kommen, dass es dann richtig losgeht. Ne? So, ja. Gut. Das wollte ich auch hören. Ja. Okay, Nummer 2. Also bei mir ist es irgendwie richtig cool, finde ich. Weil ich denke halt an so ein Hotel. Dieses, man ist im Aufzug, man geht hoch, während Aufzug macht man rum. Dann man flüstert. Man an Scheibe drücken und so, ne? Man schaut sich in die Augen. Man schaut sich in die Augen, Herzklopfen kommt, weißt du? Mhm. Und dann halt vor der Tür richtig, geht's richtig los. Und dann, sobald man die Tür aufgemacht hat, dann vorbei! Vorbei! Also die Nummer 4 war ein bisschen unkreativ, ein bisschen zurückhaltend. Nummer 3 war schon besser. Nummer 2 hat schon ausführliche Details hier preisgegeben. Fand ich gut. Ja, Nummer 4 so ein bisschen zurückhaltend, aber ich mag den Style. Haben wir jetzt ein Riesenproblem. Aber wir müssen noch eine Frage stellen. Sollen wir fragen, was Lieblingsessen ist? Mal gucken, ob der okay. 1 matcht. Was ist dein Lieblingsessen? Nummer 4? Sushi. Nummer 3? Mac and Cheese. Nummer 2? Burger und Pommes. Ja, okay, Burger und Pommes mag ich nicht so. Sushi finde ich gut. Ja, dann. Sushi finde ich gut. Warum magst du keine Burger? Boah, ich weiß nicht. Ist nicht so deins? Ich bin halt eher so Pizza-Lover, ne? Burger nicht so. Okay. Ja, du musst jetzt irgendwie eine gute Mischung finden. Irgendwie musst du die Sachen jetzt kombinieren, analysieren. Ja. Oder wir stellen noch eine Frage. Aber ich kann es auch so sehen, die Nummer 4 ist so ein bisschen geheimnisvoller. Mhm. Vielleicht kommt das dann noch irgendwann, wenn es dazu kommen sollte. Deswegen würde ich sagen, ihr bleibt auf jeden Fall drin. 4 bleibt drin? 4 bleibt drin. Sollen wir die 2 und 3 noch eine Frage stellen? Noch eine Frage, ja. Würdet ihr lieber reisen oder Geld für so materielle Dinge ausgeben? So ein schönes Auto oder so eine dicke Uhr? Seid ehrlich, Jungs. Worin würdet ihr investieren? In Erfahrung oder so materielle Sachen? Erstmal AMG oder erstmal ein Urlaub? Also ich sag ehrlich, diese materielle Sachen, die jucken mich so nicht so sehr. Aha. Ich will eher lieber reisen. Reisen, also wirklich, so Thailand, China, Japan. Boah, das sind wirklich die Sachen, die ich wirklich gerne reisen möchte. Ja, ich würde auch auf jeden Fall safe sagen, also ich würde lieber reisen, als irgendwas Materielles zu kaufen. Ich finde, das ist irgendwie nichts, keine Ahnung, nichts, was man bezahlen sollte. Ich finde, Erinnerungen machen mehr Sinn und am besten auch mit den richtigen Leuten. Mit deinen Schuhen kann man auf jeden Fall nicht in Bali chillen. Ey, damn. Also wie gesagt, auch die Schuhe jucken mich dann in Bali eher weniger, dann juckt mich mehr Bali als der Schuh. Würdest du so Backpack auch machen, so 100%. Mit einem Rucksack los und einfach gar nichts, nicht viel dabei haben? Jetzt im Oktober will ich wahrscheinlich nach Schweden so einen kleinen Angelurlaub machen, einfach ein bisschen an den See, so rauskommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, damn, nee. Doch, kommt auch vor. Die Antworten waren relativ ähnlich, aber ich bin auch so fürs Reisen auf jeden Fall, das nimmt man später mit. Ins Grab, sage ich jetzt mal, und die materiellen Dinge sind alle vergänglich. Ja, ich würde die 2 rauswerfen, weil die 3 bis jetzt einfach bessere Antworten gegeben hat und das da gefällt mir nach wie vor, dieses T-Shirt mit dem pinken Muster drauf und die Hose, sieht cool aus. Okay, dann darf die Nummer 2 gerne einmal nach vorne kommen. Hi. Jo, was geht ab, alles klar? Was geht? Hi. Tschüss. Scheiße. Alles klar? Ich wurde schon wieder gefickt. Was geht, wie geht's? Gut, alles gut. Also bei mir geht alles klar. Extra. Aufgeregt? Ja, schon ein bisschen aufgeregt. Erste Mal. Ich komme von Frankfurt extra nach Köln. Also ich bin gerade wirklich begeistert hier von dieser Serie, kann man ja sagen. Ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay. Und auch eine hübsche Dame. Ja, ist dein Type? Ja. Du darfst oberflächlich, sag oberflächlich. Ja, also ich sag mal oberflächlich so, sein. Also ich sag mal so, ich stehe halt schon so auf Südländerin, aber auch sehr hübsch. Wirklich. Danke. Sieht aber auch sehr hübsch, so mäßig. Runde 5. Wir sind im Finale angekommen. Bist du zufrieden bis jetzt mit deiner Auswahl? Ja, ich bin zufrieden. Bist du traurig mit jemandem, den du rausgewählt hast? Nö, also den ersten fand ich eigentlich ganz hübsch so. Also der hat schöne Augen.
Ja, und auch Tattoos. Hat man gemerkt, ja. Oh, voll süß gerade, die hatten so voll Augenkontakt und so. Dann müssen wir jetzt echt tatsächlich nochmal einfach in diese brisanten Fragen reingehen, um wirklich spannend, was ihr sagt. Aussortieren zu können. Ja. Also, nächste Frage. Sie ist eine 10 von 10, aber hatte Sex im TV. Ja, safe immer noch eine 10 von 10. Ist doch eher gesagt, dass sie im TV macht. Also, ich meine, wo du Sex hast, ist für mich dann eigentlich nicht relevant. Das ist alles in der Vergangenheit. Wozu soll ich irgendwas hinterherholen, was nicht mehr mich betrifft? Ja, finde ich gut. Das stimmt. Kandidat Nummer 4? Eigentlich ist sie dann schon eine 11 von 10. Warum? Weil das zeigt gleichzeitig, dass sie sehr offen ist und dass sie auch einfach... Sie ist schon worauf du die Ähnlichst, ne? Dass sie es einfach gar nicht juckt, was irgendwer von ihr denkt. Ja. Hinterfragt ihr die Frage gar nicht mit Sex im TV? Nee, ich kann mir vorstellen, dass das passiert ist. Aber ich meine... Ich würde jetzt daraus schließen, du hattest Sex im TV. Ja. Ah, okay. Entschuldigung, war wenigstens gut? Nee. Stimmt, ich überlege gerade auch, mit wem war das überhaupt? Mit Alex, so ein blonder Lockenkopf. Ah, stimmt, bei I The One, ne? Ja. War nicht so gut. Nee, war nicht so gut. Also, wir waren halt nur unter der Bette und damit uns so keiner sieht. Aber es war so richtig warm und so richtig eklig. Und würdest du aber nochmal machen? War richtig betrunken. Juckt dich gar nicht so? Nee, also jetzt ist der Drops eh gelutscht, das sag ich jetzt aber. Ja, nein, ich meine nicht mit ihm, ich meine allgemein im TV. Ja, ja, nee, also wenn es passt, dann ja. Why not? Einfach. Wie die Situation halt so ist, ne, liebe Freunde. Also, ihr guckt ja bestimmt, ne? Was schaut ihr euch denn da so für eine Kategorie an? Also unter welcher Kategorie? Sehr interessante Frage. Jetzt bin ich gespannt auf die Antworten. Ja, damn. Oh, kommt. Also unterschiedlich, ne? Ich finde, wenn man immer dasselbe guckt, dann ist es auch irgendwann langweilig. Aber ja, also blond ist immer schon so ein Kriterium, was man fühlt. Kann man sich immer angucken. Man sagt immer Compilations, weißt du, damit man nicht die ganze Zeit von Tab zu Tab wischen muss. Dann hast du einfach, weißt du, dann hast du schon alles zusammen. Okay. Okay. Also blond ist so dein einziges Kriterium? Schon eigentlich mit das Größte, ja. Okay. Blond und skinny, so auf den. Mhm. Okay. Ja. Nummer 4? Auch komplett unterschiedlich, aber eher so Amateurrichtung. So kann man mehr fühlen. Und eher so Richtung, ja, ein bisschen wilder, ein bisschen, ja, so diese Richtung. Jetzt bist du dran. Also ich guck voll gerne so Massage. Ich hab alles erwartet. So ganz alles. Massage. Ich hab alles erwartet. Krass. Okay. Ja, wissen wir Bescheid. Aber ich guck selten vorne, das irgendwie, weiß ich nicht. Was ist selten? Dass ich Ja, aber was heißt selten? Wie oft? Boah, vielleicht so... Dreimal am Tag? Nee, zweimal im Monat oder so. Safe, auf jeden Fall wenig. Ja. Aber Frauen gucken generell nicht so viel. Nee. Ich habe immer das Gefühl, wir können eine Diskussion in den Kommentaren aufmachen. Wenn ihr komplett nackig 400 Jahre in die Vergangenheit reisen würdet, also komplett ohne nichts, und ihr müsstet beweisen, dass ihr aus der Zukunft seid, was würdet ihr tun? Also wie würdet ihr es beweisen? Die Frage war zu lang. Das ist eine Geist. Ich muss selber überlegen gerade. Ich würde so über Fußballergebnisse und so erzählen. Wer wann irgendwann abgestiegen, aufgestiegen ist, weil bei manchen Leuten hat man sich vor 400 Jahren so gar nichts gedacht. Stimmt, vor 400 Jahren gab es wahrscheinlich nicht mal Fußball. Nicht mal Fußball, ja, safe nicht. Ja, damn, wie soll ich beweisen, wie ich aus der Zukunft bin? Oder es gibt, ja, es gibt Lösungen. Frage, es gibt Lösungen. Da muss man halt ein bisschen länger drüber nachdenken. Nummer 4? Boah, ich würde erzählen, dass du im TV Sex hattest. In der Zukunft haben wir Fernseher. Ich habe eine geistkranke Antwort, okay, ne? Okay, erzähl. Ich würde denen einfach meine Tattoos zeigen. Ja. Ah, mache. Boah, schlau. Schwierige Situation. Welche Antwort hat dir besser gefallen? Ich kann es mir sogar denken, eigentlich. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Die von der 4 hat mir besser gefallen. Ja? Ja. Okay, Nummer 3, kannst einmal zu uns nach vorne kommen. Was geht da? Boah, du bist von vorne bis hinten Ami, ne? Das ist krass. Was geht, alles gut? Ja. Wie läuft's? Läuft gut. Hast du gekifft? Darf ich das im YouTube sagen? Ja, das klar, darfst du sagen. Monetarisierung und so. Nein, das ist in Ordnung. Ja, ich hab's echt gesmoked, klar. Ja. So, Kandidat Nummer 4. Wie heißt du? Ich heiße René. René. René, stimmt, immer noch. Ah, ganz genau. Vergessen. Was machst du für Sport? Laufen, ab und zu Gym. Wann hast du das letzte Mal Sex? Letztes Wochenende. Okay. Bist du vergeben? Nein. Okay, schon mal gut. Dann darfst du jetzt nach vorne kommen.
Der Gewinner der Herzen. Nein, der Gewinner des Gewinns. Hi. Was geht? Hi. Hi. Freut mich. Freut mich auch. Grüß dich. Hi. Cedric. René. Alles gut? Danke. Ist dein Type? Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr schöne Frau. Danke. Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt noch auf Cringe unterhalten, so ein bisschen einfach. Zu wissen. Ja. Dein Blick gerade. So. Aber du hast gesagt, du feierst Techno, ne? Ja, voll. So Waves und so dann auch? Was? Waves und so? Ja, safe, ja, safe. Geil. Also ich bin auch cool. Was geil. Sind Waves? Was sind Lieblings-DJ? Raves. 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 Ach so. Nee, Lieblings-DJ nicht. Nein, gar nicht. Nee. Alles boah, ich hab viele, ja. Kennst du Stella Bossi? Ja, klar. Deborah De Luca finde ich auch cool. Ja, der ist auch sehr cool. Das ist eine Frau. Nein. Deborah De Luca ist eine Frau. Okay, dann kann ich den Namen haben wir es verwechselt. Okay, ja, schön. Dann werdet ihr beide bei Deborah De Luca feiern gehen. Ja. Bei ihm oder bei ihr, man weiß es nicht. Liebe Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne in die Beschreibung, wenn ihr mitmachen wollt. Da ist ein Link, da könnt ihr euch anmelden. Und abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Schaut bei Jill vorbei, schaut bei den Kandidaten vorbei. Und ansonsten war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Zu viele Gefühle. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe.